ein Thema, weil Sie auch im Ausschuss sind für Arbeit und Soziales, vor dem Hintergrund jetzt der Performance nach vorne. Wie kann man sozusagen den Staat besser machen? Wie kann man diesen Wohlstand erhalten? Und ein großes Thema ist dabei, das wird ja jeden Tag diskutiert, der Fachkräftemangel. Sie haben es auch schon angesprochen. Nur aus Sicht jetzt der Opposition und der CDU oder aus Ihrer persönlichen Sicht, was müsste man anders machen? Wie könnte man dieses Problem jetzt lösen? Weil das wollen die Leute ja auch hören, wenn sie sagen, okay, es gibt eine schlechte Performance, wie Sie sagen, von der Bundesregierung. Aber was ist die Alternative und wie sieht die aus? Zunächst mal fängt es mit Verwaltungshandeln an. Wenn Sie können sich das vermutlich kaum vorstellen, was man als Wahlkreisabgeordneter auch für Anfragen bekommt von den Unternehmen vor Ort, aber auch von Menschen, die über die Fachkräftemigration hergekommen sind, die in den deutschen Botschaften im Ausland teilweise keine Termine bekommen. Das sind die absoluten Spezialisten aus den Top-Unternehmen, die mich kontaktieren, mit denen ich im telefonischen Austausch stehe, die hierher gekommen sind, hier ein neues Leben anfangen wollen und dann hier ihre Familie zum Beispiel mitbringen wollen. Die bekommen in deutschen Botschaften teilweise jahrelang keinen Termin. Also es geht jetzt nicht darum, den Familiennachzug bewilligt zu bekommen, sondern es geht darum, dass sie nicht mal einen Termin bekommen, um dieses Thema überhaupt zu beantragen in den deutschen Auslandsvertretungen. Das muss insbesondere die Außenministerin mal angehen. Das würde meines Erachtens nach schon viel helfen, Menschen, die bereits hier sind, auch zum Dableiben zu behalten, zu motivieren. Wir müssen darüber reden, dass wir ein völliges Ungleichgewicht haben zwischen Menschen, die hierher kommen, die teilweise zu Recht, aber teilweise eben auch zu Unrecht unsere humanitäre Hilfe beantragen. Die können über die Grenze kommen, die sagen das Wort Asyl und sind von dem Moment an im Land. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die wir hier unbedingt brauchen, die wir gerne hier hätten, die wir auch in ganz, ganz vielen Spezialistenpositionen eben nicht aus der eigenen Bevölkerung ersetzen können. Und diesen Menschen legen wir so viele Hürden in den Weg, dort sind wir bürokratischer, als wir es im restlichen Verwaltungsleben schon sind, und machen es den Leuten schwer. Und das kann einfach nicht sein, dass wir die Leute, ich möchte jetzt nicht von den Leuten reden, die natürlich auch die zu Recht hier sind, die einen Asylgrund haben zum Beispiel, sondern von denen, die gar keinen Grund haben, dass die problemlos hierher kommen, die bekommen wir auch nicht mehr aus dem Land raus. Denen machen wir es einfach und den Leuten, die wir unbedingt brauchen, den Fachkräften, denen machen wir es besonders schwer. Da ist einfach ein absolutes Missverhältnis da und das müssen wir weiter angehen. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, die Ampelregierung hat mit ihren Vorstößen, zum Beispiel jetzt das Staatsbürgerschaftsrecht anzugehen, einfach die absolut falschen Schwerpunkte gesetzt. Weil die Leute kommen nicht hierher, um nach 3 Jahren die Staatsbürgerschaft zu beantragen, sondern die Leute, die über die Fachkräfteeinwanderung herkommen, die wollen erstmal arbeiten, die wollen hier gut arbeiten können. Und die wollen natürlich auch gute wirtschaftspolitische Bedingungen vorfinden. Auch das ist ein wichtiges Thema, weil wir im Konkurrenz stehen mit Kanada, mit den USA, mit England und da auch einfach wettbewerbsfähig sein müssen.